Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Absturzzockt Days Gone. Ja, während er hier hinten so durch die Gegend stolpert, ihr seht schon, müssen wir wieder zurück auf Mission. Wir haben ja erfahren, dass die liebe gute Sarah in ein anderes Camp gebracht wurde, welches dann von einer Milizgruppe überfallen und zerstört wurde. Jetzt geht's darum, finden wir diese Milizgruppe, lebt Sarah noch und... An was erinnern wir uns? Wir müssen zurück zum Gedenkstein und das machen wir direkt jetzt gleich hier am Anfang von der Folge. Ehe wir irgendwas anderes machen, denn wir sind ja einmal hier. So, auf geht's. Kommt, macht mal hier die Bude auf. Hey, Moment mal. Sorry. Kein Thema, kein Thema. Du machst nur deinen Job. Ein Brecher. Dann höre ich auch schon wieder Wölfe. Aber soll uns mal jetzt nicht jucken hier, ne? So. Okay. Da wären wir. Ist uns irgendjemand gefolgt? Sieht alles ruhig aus. Außer, dass schon wieder Nacht wird. Du hörst hier aber eine Eule. Kann das sein? Dann rüsten wir doch direkt mal die Armbrust aus, wenn wir hier eine Eule hören. Ne? Ihr wisst ja, Eule mit Weile. Eile mit Weile. Genau, so und was. So, in irgendeinem Kofferraum, da ist nur noch eine Machete drinne. Müssen wir die eigentlich mal reparieren? Ja, da wusste ich es doch. Mich schon gewundert. So, den Benzinkanister nehmen wir dann mit. Na, ich höre definitiv ein paar Freaker. Okay, soll uns aber jetzt nicht jucken. Hier ist alles safe. Gut. Hi. Es ist wohl irgendwie Blödsinn, was zu sagen. Ich weiß ja, dass du hier nicht gestorben bist. Ist eine Angewohnheit. Ja, herzukommen, ab und zu mal mit dir zu reden, das hat, hat verhindert, dass ich durchdrehe, weißt du? Also, danke. Ja, okay. Tja, wenn ich das richtig deuten kann, glaubt Deacon tatsächlich entweder A, also ist ja Fakt, sie ist woanders gestorben und er möchte jetzt nicht mehr mit ihr reden, allerdings, dass er den Ehering aufnimmt und wieder ranmacht, vielleicht keimt in ihm ein Funken Hoffnung, der ihm sagt, sie lebt noch und wir müssen sie retten und alles wird gut, ne? Na dann. Da lang lieber nicht, ne? Warte mal, ich verlaufe mich jedes Mal vom Gedenkstein wieder runter. Doch, das passt hier lang. Alles gut. So. Dann wollten wir ja Benzinkanister mitnehmen. Ah, nur noch mal kurz geschaut. Diesen da. Schmerz.
Und dieses Benzin füllen wir mit einem Füllhorn an Ideen in unser Bike, damit wir weiterfahren können. Ah, gutes Timing. Das war's. Zur nächsten Mission. Die nächste Mission führt uns zurück zu Iron Mike. Ja, wir speichern mal schnell. Und wir reisen auch schnell ins Camp. Denn es ist ja Nacht. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man hier nachts unterwegs ist. Ja? Man kommt nicht so wirklich vorwärts, weil einen von allen Seiten irgendwelche Geräusche um die Ohren fliegen. Dann Flieger auf der Straße. Brecher, Kreischer, Jäger. Darum die Schnellreise. So kommen wir sicher ans Ziel. Und so können wir auch die Geschichte weiterspielen, die wir hier begonnen haben. Und schön, dass ihr mit am Start seid. Schön, dass ihr da seid. Freue ich mich. Heute ist ja Donnerstag. Entschuldigung. Heute ist ja Donnerstag, wenn ich das richtig berechne jetzt. Ja, ich mache eine neue Aufnahmesession. Nachdem ich jetzt eine Woche lang wieder nicht gespielt habe. Tut mir leid, aber manchmal braucht man halt bei diesem schönen Wetter auch mal eine Pause mit aufnehmen, ne? Kennt ihr ja bestimmt. So. Da kommt jemand. Mach das Tor auf. Es ist Deacon. Ibims. So. Lieber Herr Mechaniker. Ich hab gute Sachen heute. Das freut mich. Klar, okay. Okay. Ich bin hier, falls was ist. Kein Job verfügbar. So, hier ist übrigens das Sammelobjekt von Iron Mike's Camp. Achtung. Und da, die Sonne scheint nicht. Gitarrenspieler im Camp, Sammelobjekt. Gut, will ich aber jetzt nicht anhören. Specs, ihr wisst ja, ne? Urheberrechtlich geschützte Songtitel in Videospielen sind verboten und werden mit Strafe geahndet. Oh, Busa hat was gebastelt. Danke dir, Busa. Der kleine Jack liegt auch dort noch rum. Sehr geil. Hauen wir uns mal aufs Ohr und warten, dass wieder Tag wird. Wie das also schon sagt, ich glaube, mein Bett ruft mich. Im Bett ist nett. Und da haben wir ihn doch, den neuen Morgen. Genau, das sollte reichen. Frisch gestärkt geht's jetzt zur Mission von Iron Mike. Und wenn die Mission schon heißt, wieder allein unterwegs, dann kann ich mir vorstellen, was Mike mit uns tun wird. Na schön, mal sehen, was der alte Mann will. Nach dem Fortsetzen der Handlung sind die nördlichen Regionen für dich vorübergehend gesperrt. Ich wusste es. Tja, was soll's, wir müssen da durch. Ja, Präzisionsgewehre lese ich unten gerade. Die haben wir ja gar nicht so, ne? Die können mit nur einem Schuss durch mehrere Gegner durchschießen. Du kennst deinen Weg über den Thielsen-Pass. Du hast mal gesagt... Ich sagte gar nichts. Geh weg, ich kann Ach, nicht komm helfen, schon. Dick. Zeichne einfach eine Karte. Nach allem, was du getan hast? Nach allem, was ich... Und was hast du getan, alter Mann? Ha? Sherman's Jetzt Camp, was weg. Du hast getan von hast? Hier. Hey, lass hör mich in Ruhe! Hör mir zu! Was, wenn... Wenn du es zurücknehmen könntest, es in Ordnung bringen. Als ich Sarah zum Heli gebracht hatte, war ich erleichtert. Wie krank ist das? Ha? Ich war erleichtert. Mike, damit musste ich leben. Und jetzt jagst du Geister. Du glaubst, deine Frau zu finden, falls sie noch lebt. Bringt irgendwas in Ordnung und heilt dich. Ich weiß nicht, aber ich versuch's. Na gut. Wenn ich das tue, was du willst, dir den Weg über den Pass zeige, kommst du nicht zurück. Okay, versprich es mir. Du kommst nicht zurück.
Alles klar. Tja, wir haben es ja geahnt, ne? Rede mit Boozer. Wird Boozer mitziehen? Oh, scheiße. Jetzt muss ich mit Boozer reden. Ja, ich kann dann nicht ins Lost Lake zurückkehren. Tja, das ist also eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Allerdings ist diese Entscheidung storyrelevant, also, tja, ne? Anders geht's nicht. Sag muss man so. Wir können nicht sagen, nein, wir bleiben jetzt hier. Weil dann kommen wir nie zum Schluss von der Geschichte. Durch das Treffen mit Boozer wird die Story weitergeführt, sage ich ja. Der Zugang zu Lost Lake bleibt dir versperrt, solange du mit Iron Mike Richtung Süden unterwegs bist. Nutze die Gelegenheit, um deine Beute einzutauschen und Verkäufer aufzusuchen, bevor du mit Boozer sprichst. Durch das Treffen mit Boozer? Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Ihr Ratten. So, wo ist denn hier mein Waffenmäuschen? Hey, Dick. Hi. Na super. Was macht das Leben, Blair? Man sollte vielleicht sich doch noch mal so ein... Keine Rückerstattung, nur dass du es weißt. Ja, ja, alles gut, alles gut. Na? So, Munition ist voll, Inventar ist voll. Das ist doch schon besser. Erweitertes Magazin für das Scharfschützengewehr. Blend- und Splittergranaten sind auch voll. Hier haben wir Munition für alle Waffen. Wir rüsten aber vorerst die Armbrust aus. So, genau. Okay, dann haben wir das. Ja. Okay, Bike haben wir nachgetankt, ne? Naja, ich pass auf, okay. Wird brenzlig, Leute. Wir können nie wieder hierher zurück. Was treibst du da unten, wenn eine Horde da rumläuft? Komm! Hast du nichts gesagt? Ich wusste es ja gar nicht. Ach du Scheiße. Letzten Winter, oben am Farewell Ridge. Wir sahen die Freaks. Tausende, zu viele, um zu zählen. Ja, ich erinnere mich. Und ich dachte nur, wir alle, Männer, Frauen und Kinder, sind jetzt heimatlos. Sind verdammte Flüchtlinge. Ah, die Welt gehört jetzt ihnen. Wir werden überleben. Ja, das schaffen wir ganz gut. Aber das... ist kein Leben. So wie Jack, wie man sagte, scheißegal, zu welchem Ziel du unterwegs bist, aber du musst immer wissen, wo dein Zuhause ist. Tja, wir haben nie drüber geredet, warum wir die Kutten noch trugen, trotz dieser ganzen Freakshow, also als sowas schon lange keine Bedeutung mehr hatte. Ja, Gewohnheit, glaube ich. Die letzten beiden Mongrels, Farewell-Originale. Die Biker-Boys, die übelsten Drifter auf der Broken Road. Verdammt richtig. Ja, ich schätze, wir waren sowas wie eine Marke. Wir waren ja vieles, aber bestimmt keine Marke. Als wir Farewell verließen. Ohne Sarah, ohne Jack, ohne alles. Da wusste ich, dass wir alles hinter uns lassen würden. Alles, was wichtig war, war weg. Nur das nicht. Wärst wieder allein los, hm? Ja, das werde ich wohl. Komm her, Jack. Geh rein. Na los. Wenn sie da draußen ist.
findest du sie. Das ist unser Ziel. Deke, bist du fertig? Ja, Mike, ich bin bereit. In Ordnung. Triff mich am Tor. Es dauert nicht lange, dann bin ich da. Und lass mich gar nicht warten. Mike, Ende. Ja, klar, Mike. Ganz... Hat der eine Laune. Hey. Big Mike bringt dich also über den Pass? Ja. Glaubst du wirklich, sie lebt noch? Milliarden Menschen sind tot, aber sie hat es geschafft? Hey, wir doch auch, oder nicht? Wenn ich jetzt aufgebe, wenn ich das nicht tue, Himmel, dann ende ich am Ende noch wie... So wie wir. Ja? Wie Iron Mike, wie Hooser? Du nennst uns Camper, ja? Fahr los. Und finde deine Frau. Du weißt, wo du mich findest. Hey, weißt du, was ich glaube, Deacon? Ich glaube, dass du hast Angst, hier zu sein. Du hast Angst, ein Teil von etwas zu sein. Wir brauchen dich und das macht dir höllische Angst. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Tja, uns nicht, ne? Bereit? Ja, sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Na dann. Komm, hier lang. Okay, ich folge dir. Tja, wo wird's hingehen? Über den zombieverseuchten Pass, von dem es kein Zurück mehr gibt. Klingt eigentlich gut, klingt nach Action in den nächsten Folgen. Ne? Ist aber langsam unterwegs. Ich war mal angeln mit Jack, früher, weißt du? Im Ernst? Es biss einer an, er wusste nicht, was er damit anstellen soll. Das klingt nach Jack. Er hatte den Club fest in der Hand, klar. Ihr habt schon ordentlich auf den Putz gehauen damals. Aber ich glaube nicht, dass ihr gemordet habt. Nicht kaltblütig. Das ist kein Mord, wenn sie zuerst schießen. Das ist Notwehr. Für die, die sich jetzt fragen, was ist es dann? Ja, Notwehr. Weißt du, wie viele Touristen im Sommer immer herkamen? Ein paar. Tausende. Unzählbar viele. Stoßstange an Stoßstange. SUVs und Camper voll mit hysterischen Müttern, saufenden Vätern und rotznassigen Kindern. Überall nichts als Schlapphüte, Hawaii-Hemden und Flipflops. Den ganzen Sommer strömten sie wie knallbunte Ameisen von L.A. über Farewell hierher. Pausenlos. Gut, dass wir damals keine Touren hierher gemacht haben. Ja, hier waren wir ja schon, ne? Ups. Ach, Mann.
Ach, super. Wir können Hilfe brauchen. Ich habe keine Wahl, Mike. Ja, auch gut. Komm, folge mir einfach. Ja, okay. Aber der ist immer so langsam, ne? Da bremst du mal ab oder gibt kein Gas oder keine Ahnung, was der da macht. Hier ist der Pass. Hier wird's kalt. Okay. Genug Polizei oder für Munition gibt es hier auf jeden Fall. Ich sondiere schon mal ein bisschen. Ich schaue schon mal ein bisschen rum. Wenn wir kein Camp mehr haben, wo kann man zur Not was holen, wisst ihr? Okay, natürlich auch wieder geil mit dieser epischen Musik jetzt. Hier ist es. Okay. Mein Weg endet hier. Folge einfach dem Weg. Er führt dich vom Berg runter und weiter ins Diamond Lake Tal. Ich wünsche dir Glück. Ich hoffe, du hast recht und deine Frau ist noch am Leben. Ist sie. Tja, vielleicht. Aber frag dich mal selbst, Dick. Ist das noch wichtig, wenn alle anderen tot sind? Ja, na klar ist das wichtig. Also für mich wäre es das wichtig, ne? Wenn man einen geliebten Menschen retten kann, sollte man das tun. Oh, Hammer. Urheberrecht lässt grüßen, aber es ist geil. Scheiß drauf. Mega. Mega. Einfach nur mega. Wenn du da bist, finde ich dich. Zum Henker.
Okay, Leute, es geht gleich gut los hier. Ach du Schande. Was ist das denn? Rachel Bear? Komm schon, komm schon. Das ist ein infizierter Bär, Leute. Boah, Alter, was? Wie schnell ist der bitte? Alter. Halt die Klappe. Ich brauche mal ganz schnell hier diese Waffe. Boah. Gerade noch schön Motorrad gefahren und jetzt das. Alter Verwalter. Huiuiui. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, was wir ohne sie gemacht hätten, Mann. Oh, hey, okay. Er ist tot. Alles gut. In der Stunde. Oh Gott. Ich bin Russell, Ben Russell. Das ist Private Mullins. Rick. Hey, Rick. Ich bin Deacon St. John. Sagtest du Private? Ja, Sir. Der Schutz County Miliz. Sie sind nicht von hier. Kamen Sie über den Pass? Nein. Ich war nur unterwegs. Ich komme von den Salt Flats, östlich vom Silver Lake. Was? Was zum Teufel wollen Sie hier, Mann? Wie sind Sie über die 97 gekommen? Oh, Himmel, Mann. Was? Der Kerl hat dir das Leben gerettet. Der Colonel sagte, wir sollen nach Eindringlingen Ausschau halten. Im Norden und Süden. Verdammt, krieg dich wieder ein, Mann. Soll sich der Captain drum kümmern, okay? Gut. Er hat gerade einen Ranger getötet, Mann. Kommen Sie mit. Wir haben ein Camp beim Diamond Lake. Essen und ein Bett für Sie ist das Mindeste. Okay, ja, klingt gut. Und Flores, wir können ihn nicht hier lassen. Bleib du hier, ich hol Benzin für uns. Nein. Hör zu, bleib hier. Nimm notfalls die Munition. Du packst das. Okay? Na los. Ich folge dir. Sie müssen bei mir bleiben, ja? In den letzten Wochen gab es Ärger mit Herumtreibern. Eine Patrouille könnte sie verwechseln. Okay, kapiert. Also, der Schutz County Miliz? Naja, Hauptsache sie versorgen mich. Wenn ich dafür Soldat spielen soll, dann spiele ich dafür Soldat. Wie viele seid ihr? Im Camp hier draußen? Ungefähr 100, vielleicht mehr. Schwer zu sagen. Im Hauptquartier wesentlich mehr Leute. Ja, okay. Auch Frauen? Oh Mann, darum geht es? Tja, vergessen Sie es. Der Colonel hat Regeln überfragt. Fraternisierung. Ja, man macht seinen Job, folgt die Befehle und kriegt keinen Ärger. Frauen wie Männer. Dem Colonel ist das egal. Nein, ich... Ja, hör zu, ich suche ein paar Leute und eine Frau, die mich begleitet haben. Vor einem Jahr oder so. Sie kamen aus Silver Lake und waren danach vermutlich in einem dieser... Nero-Flüchtlingslager. Silver Lake? Scheiße, Mann. Silver Lake gibt's doch schon ewig nicht mehr. Ja, man verliert hier draußen verdammt schnell jedes Zeitgefühl, weißt du. Also, habt ihr Leute aufgenommen? Überlebende, meine ich. Aus dem Flüchtlingslager. Vielleicht. Wie gesagt, die Armee ist halt ziemlich groß. Fragen Sie den Captain. Er kam über die Salt Flats, glaube ich. Vielleicht weiß er es. Der Captain? Ja, Corey. Er leitet den Diamond Lake Außenposten. Wir sind fast da. Was ist das? Hier ist Corporal Russell. Aufmachen. Okay. Corporal. So ganz traue ich dieser Gang nicht, ne? Ich sag das gleich mal von Anfang an. Ich traue diesen Leuten nicht. Bin gespannt. Bericht.
Captain Sir, wir hatten ihn wirklich. Wir fanden sein Bike noch warm. Aber er war weg, hm? Nein, Sir. Ich meine, ja, er war weg. Wir trafen auf einen Rager, Sir. Wo sind Mullins, Flores? Flores ist tot, Sir. Mullins ist bei der Leiche. In Ordnung, Corporal. Nehmen Sie Benzin. Holen Sie Mullins. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, ja, Sir. Ohne diesen Mann wären wir alle tot, Sir. Ich versprach ihm etwas zu essen und einen sicheren Schlafplatz, Sir. Corporal, verschwinden Sie. Und Sie sind? Ich bin Deacon St. John. Guckt mal den Ring, den der hat. Ich bin Corey. Derek Corey. Ja, wusste ich's. Sind Sie okay? Ja, tut mir leid. Sorry, ich bin etwas müde. Ich bin schon recht lang unterwegs. Ihr Mann Russell sagte, Sie rekrutieren. Sind Sie interessiert? Ich möchte mich gern niederlassen, ein Camp finden. Bin interessiert. Na dann. Der hat den Ring, den wir Sarah gegeben haben, als wir sie in den Heli gesetzt haben. Nur mal so, mal schnell, so nebenbei. Seit wann sind Sie Drifter? Schwer zu sagen. Man verliert schon das Zeitgefühl da draußen. Und wo kommt die Ausrüstung her? Die Munition? Ich habe für ein paar Camps gearbeitet. Als Kopfgeldjäger, hauptsächlich. Freaks oder Menschen? Beides. Ich war dafür bekannt, ein guter Fährtenhund zu sein, wissen Sie? Welche Camps? Wo sind sie? Sie lagen hinter dem Farewell-Tal, aber das ist egal. Sie sind weg. Überrannt. Ja. Russell sagt, Sie waren da, als es Silver Lake erwischt hat? Das war ein Anblick, sage ich Ihnen. Gab's Überlebende? Ein paar. Los, los, los! Oh, bitte! Das geht doch wohl schneller! Meine... Okay. Hier wird Motivation noch groß geschrieben. Nehmen Sie. Milizscheine, Camppunkte. Bezahlung für Ihre Hilfe. Gehen Sie damit zum Proviantmeister. Okay. Sie wollen beitreten? Bleiben Sie. Wir werden schon bald von hier abrücken. Und wo soll's hingehen? Sie sagten, Sie können Spuren lesen. Ja, schon. Das ist kein Drifterleben. Wir kämpfen einen Krieg. Sind Sie dazu bereit? Ist das jetzt schon alles? Ich rekrutiere. Aber der Colonel nimmt den Eid ab. Sie bleiben hier. Helfen uns. Und ich bringe Sie zu ihm. Ich bin bereit. Gut. Wo hat er den Ring her? Scheiße. Scheiße, der Typ hat meinen Ring. Er hat ihn Sarah geklaut. Er muss ihn geklaut haben, denn sie hätte ihn nie hergegeben. Und das bedeutet, dass sie hier ist. Ganz genau, so ist es. So sieht's aus. Der sieht nicht nach Milizionär aus. Okay, Leute, und genau an dieser Stelle machen wir morgen weiter. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Genauso wie ich, wie in Flitzeburg, kann man sagen. Kurze Pause, bis morgen dann. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Liebe Grüße, euer Rob.